Herr Braun. Heute wieder die große Sportgala 2019, aber für die besten Sportler, für alle engagierten Sportler 2018. Wir haben das System wieder geändert. Wie kam es denn dazu? Ja, zunächst mal ist es eine wunderbare Tradition, diese Sportgala hier durchzuführen. Wir haben sie zum 22. Mal hier in unserer Hauptstelle durchgeführt. Wir sagen in unserem Wohnzimmer der Kundenhalle und freuen uns immer sehr, sehr auf diese Veranstaltung, die ja große Resonanz hat, wie Sie ja heute auch gesehen haben. Wir haben das Format ein bisschen verändert, das ist richtig. Es geht ja um die stillen Stars des Sports, nämlich um die Ehrenamtlichen, um die Trainer, um die Übungsleiter, um die Sportlehrer. Das war immer der Kern der Veranstaltung. Wir haben in den letzten Jahren festgestellt, dass mehr und mehr in den medialen Fokus die Sportlerinnen, der Sportler und die Mannschaft des Jahres gerückt sind und fanden das dem Ursprung der Veranstaltung nicht mehr wirklich angemessen. Deswegen haben wir an dem Format geschraubt, haben es ein Stück weit verändert und würdigen jetzt vor allen Dingen wieder die, die den Erfolg des Athleten im Grunde genommen im Hintergrund mitbewirken. Und auch natürlich die Vereinsvorsitzenden und Präsidenten, ohne die ja in so einem Verein gar nichts läuft. Die sind im Fokus dieser Veranstaltung und das ist heute, glaube ich, auch wieder klar geworden. Darüber hinaus unterstützen wir natürlich die Athleten sehr, sehr stark und dazu hat man jetzt Kategorien oder eine Definition gefunden, wer eine Sportlerehrung bekommt. Also es gibt also nicht mehr den Cottbusser Sportler des Jahres, sondern es gibt jetzt eine ganze Fülle, wie wir gesehen haben, von Sportlerinnen und Sportlern des Jahres, sage ich jetzt mal. Und da ist die Kategorie die, sie brauchen einen internationalen Titel im letzten Jahr. Europameisterschaft, Weltmeisterschaft oder eine Olympiateilnahme oder paralympische Teilnahme oder aber ein Aufstieg in die erste oder zweite Bundesliga. Das sind die Charakteristika, die die Sportlerehrung dann hier zu würdigen weiß. Ja, wir können jetzt nicht alle aufzählen von heute, aber wenn wir mal so einen groben Überschlag machen, wer wurde denn heute so alles geehrt? Wir haben eine schöne Bandbreite dabei. Ja, es war eine sehr schöne Bandbreite, finde ich. Wir haben gesehen, dass der RPSRV sehr, sehr großen Anteil hatte, also unsere Sportler mit Handicap. Das war ja großartig, was wir hier gesehen haben, welche Titel da errungen wurden von Jana Majunke beispielsweise und vielen anderen. Wir haben gesehen bei den Mannschaften, da war es vor allen Dingen der Feuerwehrsport, der ganz vorne war. Bei der Mannschaft war es also, waren es sowohl die Feuerwehrfrauen als auch die Feuerwehrmänner. Ja. Aber man sieht auch die Bandbreite mit dem Kegelbillard, mit dem Kegelbillardverein aus Saspo, Motor Saspo, die ebenfalls hier ausgezeichnet wurden. Darüber hinaus aber auch viele Spitzenathleten, zum Beispiel Max Levy oder Roger Kluge oder Emma Hinze beispielsweise, die leider heute nicht da waren, weil sie natürlich irgendwo international unterwegs sind oder schon wieder in Trainingslagern sind. Also wir haben heute wirklich eine sehr, sehr große Bandbreite des Cottbusser Sports hier wahrnehmen können. Was ich sehr beeindruckend fand im Rahmen der Ehrung für die Engagierten, 90 Jahre alt und aktiv im Tischtennis, hat Sie das auch beeindruckt? Das hat mich sehr beeindruckt, das muss ich wirklich sagen. Ich weiß nicht, ob man ein Match gegen ihn gewinnen kann. Genauso beeindruckt hat mich ganz am Anfang die Einlage, die Karate-Einlage, wo also ganz viele Steine mit einem treffsicheren Schlag zerschlagen wurden von Dojutsu Budo Kwai. Das war also wirklich stark von der Chrissy Herold. Das hat mich auch sehr beeindruckt. Das lässt hoffen auf viele weitere gute sportliche Erfolge, oder? Auf jeden Fall. Also ich denke, wir sind wirklich mit dem OSP, mit dem System, was wir hier haben, mit der Lausitzer Sportschule, mit der betonten Sportschule in der Grundschule und auch schon im Kita-Bereich, haben wir ein sehr, sehr gutes System, wo uns viele Städte drum beneiden. Und ich glaube auch, dass das einer der Gründe ist, warum am Ende so immer noch so sehr, sehr gute Spitzenleistungen hinten rauskommen. Neben dem ganzen sportlichen Erfolg, die Sparkasse Spree-Neiße immer ein sicherer Partner auf jeden Fall an der Seite des Sports, oder? Auf jeden Fall ist uns ganz wichtig, seit knapp 3 Jahrzehnten, muss man sagen, sind wir ein sehr, sehr wichtiger Partner des Sports. Nicht nur heute Abend bei dieser Gala hier, die uns natürlich auch sehr viel Kraft kostet, das kann man so sagen, das hat man auch gesehen. Das ist unsere größte Veranstaltung. Viel wichtiger ist die Förderung bei den Vereinen vor Ort. Und da haben wir mehr als 600 Maßnahmen mit rund 2 Millionen Euro, die wir im Jahr bereitstellen an Mitteln. Das ist wirklich, glaube ich, sehr signifikant für die Vereine und das machen wir nachhaltig und wir machen das auch ganz offen und ich sage ganz ehrlich, wir sind sicher der ziemlich beste Freund des Cottbusser Sports, das kann man, denke ich, so sagen. Und das hat auch einen Grund, wir sind halt, sagen wir immer, vor allen Dingen der Region verbunden, nicht irgendeinem Aktionär wie vielleicht die eine oder andere Großbank, sondern unser ganzer Antritt, unsere DNA ist die regionale Verbundenheit und alles, was wir tun, tun wir für die Region. Ja, wir fühlen uns wirklich sehr, sehr verbunden und das Geld, was wir hier verdienen, wollen wir auch hier wieder auskehren
Und der Sport, natürlich auch Kunst und Kultur, aber heute geht es um den Sport. Der Sport ist dabei einer unserer wichtigsten Adressaten natürlich, weil wir über den Sport auch natürlich Identitäten stiften können für die Region, Verbundenheit mit der Region. Und damit sind wir wieder bei der Sparkasse. Die Sparkasse ist eben auch sehr, sehr verbunden mit der Region und das wollen wir auch in Zukunft so erhalten. Ganz getreu dem Motto, sicher, stabil und solide. Genau, vielen Dank. Wunderbar.